Willkommen zu Mammon 615 und damit zu Begebe dich in die Pyramide in der Wobi-Waba-Wüste. Kursacht. Im letzten Teil habe ich euch ein bisschen gezeigt, so von wegen, ja, so einfach ist das Ganze. Natürlich könnt ihr dann auch natürlich da außen rum und versuchen, euch da hochzuarbeiten. Aber dadurch, dass dieser Geier dabei ist, ist es echt eine Tortur. Also, von daher, ich zeige euch natürlich wieder mal genau das gleiche hier nochmal eigentlich. Fragezeichen. Fast. Wir müssen nämlich in diese Aufgabe, wie die Aufgabe schon heißt, begebe dich in die Pyramide. In die Pyramide. Heißt also, wir nehmen drei Sprung, wieder das Ding hier holen. Zack. Wieder hier querfeld ein. Am besten immer gerne mit viel springen. Und so dann hier rein. Natürlich, ich zeige euch auch in einem anderen Teil nochmal, wie man das auch anders machen kann. Also wenn du jetzt nicht da einfach reinspringen willst mit dieser Dings, sondern du gehst einen ganz regulären Weg. So, hier gibt es auch diverse reguläre Wege. Wir können hier diverse Wege nutzen. Ich wollte hier, glaube ich, hier war das Extra-Leben, ne? Jawohl. Ich muss jetzt dann mit Extra-Leben holen. Denn man weiß auch bei dieser Aufgabe immer nicht so ganz, ob das mit dem Extra, ob das wirklich direkt funktioniert oder eben nicht. Extra-Leben, also da. So, der andere Weg. Hier finden sich viele, viele Gumbas, das sich damals auch schon extrem verwirrt hat, warum um Himmels Willen so viele Gumbas hier sich befinden. Aber hier befinden sich halt wirklich sehr viele Gumbas. Ich zeige euch wirklich jetzt hier den Originalweg. Es gibt auch hier wieder Shortcuts bis zum Gehen nicht mehr. Also grundsätzlich in diesem Level gibt es so viele Shortcuts und auch wieder so viele Extra-Leben. Das ist schon etwas unheimlich. Also zumindest aus meiner Sicht. Natürlich hier da draußen sagt so von wegen, oh, extra Leben ist doch gute Sache. Ja, klar. So, Shortcut Nummer 1 im Endeffekt hier. Ihr müsst eigentlich nur da mit dem Rückwärtssalto auf dem rauf, dann könnt ihr hier hoch. Dann müsst ihr den Weg da lang nicht gehen, aber ihr habt gesehen, da kriegt ein extra Leben. Also, extra Leben haben oder nicht haben, das ist eben hier die Frage. So, dann hier rüberklettern. Wenn euch das passieren sollte, dass ihr hier abrutscht, keine Sorgen machen. Dieser Sand, der da drüben ist, ist zwar gefährlich, ja, aber er zieht euch keine Leben ab oder sowas, wenn ihr zumindest regelmäßig springt. Dazu kommen wir aber auch zu einer späteren Aufgabe, selbstverständlich nochmal. So, hier gibt es eine kleine Nische, da könnt ihr euch verstecken oder ihr springt direkt rüber. Wir haben es jetzt mit Rüberspringen gemacht, weil das mit der Nische, das dauert mir immer zu lange. Hier immer schön den vorderen nutzen und dann auf das Tablett später raufspringen. Hier haben wir Sparkies, die Elektro. Kugeln. Genau, die einen euch tendenziell verfolgen. Das heißt, ihr solltet da relativ schnell sein. Ihr habt gesehen, wenn ihr zu langsam seid, wie ich es jetzt gerade war, dann werdet ihr gepritzelt. So, hier darauf warten, dass er springt. Schnell vorbei. Seid ihr schnell vorbei, habt ihr nun auch dieses Hindernis überwunden und seid so gut wie da, denn hier oben ist er schon. Tatsache. Hier oben ist er schon. Hier ist der Stern. Ich hoffe, ich konnte euch helfen bei dieser Aufgabe. Bis zum nächsten Mal und ciao.